Wir haben es angedeutet, wir fahren zu etwas, was sehr, sehr interessant sein wird. Für jeden Einzelnen da draußen 35, 36 Grad Wasser. So schön ist es. Ich war drin, das kann ich euch sagen. Was und wo und wie, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Herzlich willkommen hier bei Illo und Mops. Es ist mittlerweile 11.52 Uhr und nur 10 Grad. Also wir merken jetzt hier wirklich gerade zur Zeit, es ist wirklich Winter in Spanien. Da wo wir jetzt waren, war es auch nachts sehr, sehr kühl geworden. Und es war einfach sehr, sehr unangenehm, weswegen wir jetzt viel geheizt haben. Dadurch, dass wir krank waren, haben wir aber teilweise bei uns echt so heiß gewesen. Und dann mit der Heizung war es da zu viel gewesen. Wer kennt das von euch? Beziehungsweise hatten wir heute Nacht echt nur die Heizung auf 14 Grad, dass wir jetzt nicht so schwitzen, aber irgendwie war es dann auch zu kalt. Das liegt einfach daran, weil wir gerade nicht so ganz fit sind. Jetzt zeigt es gerade an 11 Grad, aber man merkt einfach, es wird jetzt hier so langsam echt knackig. Es wird knackig kalt, wir mussten viel heizen und daher... So, die ganzen Fenster sind da morgens nass, ne? Dieses Kondenswasser, ne? Leute, das ist ja der absolute Knaller. Ja. Die Fenster hier hinter dem Klischee ist klitsch. Nass. Die einzelnen Fenster klitschnass, so gerade am Rand. Wir haben heute Morgen wirklich alles ordentlich trocken gemacht. Das ist echt so eine blöde Sache im Camper. Aber da bist du echt gut beschäftigt. Ne? Und gerade so hinter diesen Plissés überall dran zu kommen, ist nicht immer leicht. Und dann müssen wir das Fenster natürlich auch richtig aufmachen und dann da alles abwischen und so. Und der Lappen war wirklich komplett nass gewesen. Also ja, so ist es halt im Camper. Wir haben jetzt was Großes vor oder was Tolles vor, was dem Illo, glaube ich, auch sehr, sehr gut tun wird. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das heute so in Anspruch nehmen oder ob wir das vielleicht morgen in Anspruch nehmen. Mal schauen und auch mal schauen, um welche Temperatur es sich dort handelt. Naja, erstmal fühlen gehen. Genau. Wir heute, ne? Ja, ich verrate es jetzt schon. Was ja, klar. Okay, wir wollen hier zu so heißen Quellen. Das sind so Schwefelquellen, wie ich das weiß. Diese Quellen, wo wir bislang erst waren. Wie hieß die eine Quelle nochmal? Saturnia in Italien. Nein, nein, ich meine jetzt in Spanien, dieser Fonte See. Fonte Salada, glaube ich, da bei Oliva. Bei Chulia. Nee, nicht bei Chulia. Nee. Ich weiß nur da in der Nähe von denen, ja. Ja, genau, genau. Ja, aber die waren ja nicht warm. Nee, nee, aber auch das eine da mit dieser schönen Aussicht, wo wir die eine gesehen haben, die überall war, die wir mal getroffen haben. Ach so, ja, ja. Ja, das war da auch nicht warm. Da konntest du reingehen, aber es war nicht warm. Ja, genau. Halt mal was richtig Warmes. Da, nee, warte, da in Sanjo Batiol oder irgendwie sowas, wo wir da in der Nähe von Saturnia waren, da war es richtig warm in Italien. Aber genau, in Italien sind wir bislang immer so auf heiße Quellen gestoßen, aber nicht hier in Spanien. Also da, wo wir überall waren, das war so, ach komm, kannst du reingehen, aber das war nichts Warmes. Und hier erhoffen wir uns jetzt mal so was richtig Schönes, Warmes. Vor allen Dingen wird das dem Illo mit seinem Rücken, glaube ich, das aber richtig. Das liegt perfekt auf unserer Tour, ne? Und es liegt halt auf unserem Weg. Von daher haben wir gesagt, das müssen wir mitnehmen. Das haben wir irgendwann jetzt vor kurzem entdeckt. Du hattest es entdeckt, ich hatte es entdeckt oder wir beide unabhängig voneinander. Ich habe es ihm gezeigt und dann sagten wir, oh ja, und da müssen wir unbedingt hin. Und wir glauben, dass das für euch halt auch ein sehr, sehr toller Spot sein könnte. Sofern ihr so weit hier runterreist, weil viele fahren ja gar nicht erst so weit runter, wenn man nur gewisse Zeit begrenzt ist, beziehungsweise viele fahren schon richtig weit. Ne? Also wir stellen echt fest, so eine Stunde Fahrt am Tag, damit sind wir bedient. Ne? Jo. Also wirklich, wenn wir uns jetzt so vorstellen, 5-6 Stunden am Tag fahren, boah, ey, dazu hätte ich gar keine Lust. Es liegt vielleicht auch damit dran, dass wir Kinder haben, ne? Dass wir da so ein bisschen natürlich gucken müssen, wie wir vorwärts kommen. Aber trotzdem so, also Stunde fahren ist gut, alles andere vielleicht maximal 2 Stunden so, aber dann ist so, nee, danke.
Ja, was ist das denn für ein schönes Plätzchen hier unter den Bäumchen? Die Sonne steht noch gut da. Wir schauen uns das Ganze an, gehen mal vorne zu Reling. Wo ist denn dieser schöne Teich? Ah, da unten, da sind schon Menschen drin. Das wird sein und schaut mal diese Aussicht hier. Das sieht doch richtig schön aus. Aber, ich habe da jetzt tatsächlich was gesehen. Der Mian, der spielt hier gerade draußen mit ein paar Kindern. Deswegen habe ich gerade Zeit. Mops macht noch was anderes, bevor es dann gleich losgeht. Hier in diesem Berg, ich weiß nicht, sieht man das? Sind überall richtige Eingänge. Ach, sowas liebe ich ja, solche Expeditionen. Also, ich habe meinen Totschläger, Lichtchen dabei. Und auch hier sieht man natürlich abends, wie richtig schön, ne? Vielleicht hier was gebrutzelt wird. Ach, und es sind Camper hier, so viele Camper hier. Also, das hat sich schon wieder gelohnt, hier hinzufahren. Ich freue mich schon richtig. Und jetzt habe ich auf jeden Fall gerade gesehen, bei der Ankunft, also da vorne geht es runter und da geht es dann hoch. Und da waren richtig große Türeneingänge. Ah, das interessiert mich. Jetzt hier auch ein Kumpel aus Recklinghausen. Schöne Grüße an den Pott. Grüß dich. Einmal nett genickt mit dem Kopf. Ja, was verbirgt sich da? Also ein Schwefelbecken, muss ja irgendwie so ein bisschen Vulkanlandschaft hier sein. Anders kann ich mir das ja gar nicht erklären. Ne? Und wie groß ist das Schwefelbecken? Auf der Karte sieht natürlich alles voller Wasser aus, aber ja, man sieht es doch schon an der Umgebung. Dürre ist hier. Wir waren ja schon verwundert, wo es hier geregnet hat. Naja, so richtig fit sind wir auch noch nicht, aber wir sind wieder im Kommen. Wie komme ich jetzt nur hier runter? Ja, natürlich bin ich schon leicht aus der Puste, aber ich bin jetzt schon mal ein bisschen hier den Berg hoch. Das ist noch nicht das Endlevel, was ich gesehen habe, aber hier vorne ist schon Eingang. Man fragt sich ja, ne? Haben da früher Menschen drin gewohnt? Wozu ist das? Wie sieht das da drin aus? Das ist total weiß dort. Ach, jetzt hör auf. Was ist das denn da drin? Ach, nee. Das geht da richtig rein. Ach, Elo, bitte geh nicht rein. Doch, ich muss aber. Nicht, doch, nein. Oh. Wir gehen rein, ist doch klar. Oder? Ist das hier alles so stabil? Das muss stabil sein, komm. Ach, ich erinnere mich an Dänemark. Ich in den Bunkern drin. Ach, du meine Güte. Das ahnst du ja nicht. Ach, du meine Güte. Ach, ist mir schlecht bei sowas. Ach, sowas hasse ich ja. Und irgendwie stehe ich auch drauf. Ich muss ja draufstehen, das ist ja unglaublich. Was ist das denn hier? Und wer weiß, wie groß das da oben aussieht. Ne? Also da habe ich richtige Türen gesehen. Hallo, ist hier jemand? Hola, amigo. Boah, ist das tief da hinten drin. Ist die Frage, warum wohnt man hier nicht mehr? Hier war es doch gar nicht so schlecht. Boah, geht das da tief rein? Hallo, komm, so weit musst du nicht, oder? Wir wollen es ja auch nicht zu lang ziehen. Hier, wenn wir hier gucken in dem Stübchen. Das gibt's doch gar nicht. Da geht's auch noch rein. Irgendwelche Spinnen oder sowas. Komm, wir müssen uns durchpirschen. Ich hasse diese Horrorfilme. Deswegen gucke ich auch einfach keine mehr. Ach, jetzt fehlt mir doch der Tobi. Was haben wir da? Noch ein Guckloch? Hier oben. Mein Gott, ist das wieder interessant. Na komm, jetzt bin ich irgendwie doch motiviert. Jetzt bin ich schon leicht im Tritt drin. Aber warum dann nur so ein kleiner Eingang? Wie schick hat man sich das bitte gemacht? Das finde ich sehr interessant. Und irgendwie fühle ich mich gerade eben sicher. Komisch, ne? Dass ich das so sage. Ja, zack. Und dann so tief rein hier, das gibt's doch gar nicht. Eine Trittfalle? Nee. Ach krass, laber doch nicht. Da ist noch ein Raum. Hier hat ja eine ganze Familie scheinbar gewohnt. Ach, okay. Wahrscheinlich sollte ich erstmal rufen, aber hier sieht man auch, der Stein ist wohl abgebrochen. Also so sicher fühle ich mich nicht, aber das ist mal atemberaubend, finde ich das. So ein leerstehendes Häuschen.
Boah, ich habe irgendwas gehört. Keine Ahnung was. Ich bin jetzt einfach raus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eieiei. Junge, Junge, Junge. Entspann dich mal. Ach ja, mein Gott. Ja, komm, das war jetzt echt keine Show. Das war jetzt irgendwie komisch. Irgendwas hat da geraschelt. Aber ich bin eigentlich alle Räume abgegangen. Müsste nichts sein. Ja, leg mich doch am Arsch. Was ist denn hier los? Oh, da steht sogar. Hola. Hola, amigo. Good morning. It's breakfast time. Time to breakfast. Nee. Alleine gehe ich da jetzt nicht nochmal rein. Jetzt, irgendwas war da. Mein Gott, jetzt hätte ich auch umknicken können. Komm, jetzt gehen wir mal nach oben. Also in den will ich jetzt nicht rein. Nicht alleine. Ja, du musst dich echt mal zusammenreißen, Illo. Das muss ich mir jetzt einfach mal sagen. Also hier sieht man ja schon gleich. Von Menschenhand hier. Es ist halt ein Berg, deswegen bin ich aus der Puste. Hier direkt schon Eingang gemacht. Das fiel mir direkt auf. Hier bröckelt die Fassade. Jetzt gucke ich gerade, haben die ja echt schon Strom reingelegt, oder was? Das ist ja krass. Hola, amigo. Nächstes Mal Bescheid sagen. Hier lag echt Strom drin. Hier konntest du noch schellen. Ja, warum sollte hier kein Strom drin sein, ne? Aber das sieht aus wie Futterstelle. Aber mein Gott, wie tief geht's denn da bitte rein? Jetzt gerade habe ich mich so erschrocken. Das hier sieht noch recht locker aus. Komm. Dafür bin ich ja jetzt hier, ne? Hat sich jetzt gerade irgendwie wieder was getan. Das hier ist scheinbar nur der Vorbau. Hier geht's noch mal rein. Vielleicht sollte das auch noch mal ein Zimmer werden. Ja, oder Badezimmer. Von woanders. Das ist ja immer sehr, sehr interessant. Sorry, wenn ich mich hier auch wiederhole. Aber das hier ist echt das eine. Aber hier sieht man auch mal, auch hier. Lichtchen, wie muss das denn gewesen sein, wenn du dann früher hier vorbeigekommen bist? Aber lass uns auch mal hier die Adern überprüfen. Also blau, schwarz. Gab's rot vielleicht? Nee, Neutralleiter, Erde gab's hier gar nicht, wie ich das sehe. Aber auch schon Kreuzschaltung haben sie hingekriegt. Hier den Sturz für die Tür. Und da hinten kommen schon die nächsten. Hoffentlich kommen die auch hin. Da brauche ich nicht so Angst haben. Weißt du, wenn du in so einer großen Gruppe bist, dann lass die doch mal kommen. Dann lass uns doch gemeinsam hier reingehen. Oder ich weiß, da vorne kommt die Nachhut. Sind wir deswegen mal mutig. Komm, wir gehen da rein. Hola! Kein Hola. Zurück. Also rein in den Stall. Lass uns schön langsam machen. Das hier ist ein Sturz. Ja, für Schafe wahrscheinlich, ne? Hier oben schön festgebunden. Ja, ich will es jetzt natürlich auch nicht zu lange für euch ziehen, aber müssen wir natürlich mal gucken gehen. Also okay, das war jetzt doch nicht so besonders. Das fand ich dann tatsächlich unten besonders. Also gibt es eine Mehrzahl von besonderer, besonderer, mehr sehenswerter. Sag ich mal so, wer weiß, wie viel es hier noch zu sehen gibt. Naja, komm, wir gehen zurück zum Camper. Da ist noch dies und das zu erledigen, bis wir dann erst loskommen. Das dauert dann ja auch noch eine Weile. Ich würde sagen, Rückzug. Ja, Familie mit Sack und Pack. Wie machen wir das mit Milo? Ja, schauen, die Schwimmwindeln haben wir jetzt nicht gefunden. Entweder nehmen wir eine normale oder es wird nackt gebadet. Mal schauen. Wer weiß, ob er überhaupt da rein kann. Wir müssen erstmal die Lage checken. Ja, ja, was hast du denn da für ein Teil? Ein Thermometer. Was steht da jetzt drauf? Gar? Liebe Grüße an die Hebamme, das habe ich von ihr geschenkt gekriegt, weil wir nämlich keins hatten. Da steht jetzt gerade drauf 18 Grad. 18 Grad hier vielleicht? Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Ja, also für Babys soll es ja so sein, ne? Was denn so? 38 Grad, ideal für Babys. Boah, das wäre was für uns. Ah, das wäre, also ist nicht nur ideal für Babys, auch für uns. Mal schauen, wir müssen gucken, jetzt auch mit dem Wind, wir müssen abwiegen, wie das funktioniert. Aber wir wollen lieber alles dabei haben. Und wenn nicht, morgen ist ja auch noch ein Tag. Wir werden, würde ich jetzt mal sagen, hier heute nächtigen. Ja, der Wind ist ein bisschen frisch. Ein bisschen doll frisch. Aber die Sonne ist herrlich, muss ich sagen. Und ja, ich habe jetzt gesehen, hier irgendwie Fußmarsch, erstmal 6 Minuten da lang. Und dann geht's irgendwie ab nach unten. Mama, ich
Und ja, der Mian sieht den Fluss und der Mian hat auch was mit. Zeig mal, Mian, was du mit hast. Was hast du mit? Da. Er hat den Baby Shark mit dabei. Den wollte er unbedingt haben. Den hat er in Italien mal bei so einem Kind gesehen. Da wussten wir gar nicht, dass das so ein Ding ist, was du überall irgendwie gefühlt kriegst oder dass der total beliebt ist. Und der schwimmt halt selber im Wasser und der singt dann dieses berühmte Lied. Einen Moment, Mian, dann darfst du mir was sagen. Ja. Gerade 15 Grad. Wie viel? Was? Er sagt gerade, nachts war es minus 2 und jetzt sind es 15 Grad. Also wisst ihr schon mal, uns erwartet eine harte knackige Nacht. Aber wir haben Gas aufgetankt, von daher. Nee, haben wir nicht Gas aufgetankt. Aber gestern? Nee, auch nicht. Was? Ja, bevor wir losgefahren sind, das war jetzt schon 3 Tage her. Ja, toll. Wir haben schon 2 Nächte geheizt. Ah ja, aber Duello benutzt ja sowieso mal 2 Decken heute. Einmal die normale Decke und einmal die Wolldecke. Wobei ich sagen muss, ich habe festgestellt, das hintere Bett, da muss ich Duello recht geben, das ist wirklich kühler. Oben im Alkoven ist direkt so ein Heizungsauslass. Das heißt, im Alkoven kommt direkt zur Heizungsluft hin und das ist da echt schön knackig. Zudem steigt ja die Wärme nach oben. Aber bei Duello ist es echt kühler, das habe ich letztens gemerkt. Ja, wo du eine Nacht dort geschlafen hast, ne? Genau. Und ja, sind wir mal gespannt. Mal schauen. Ja, auch so ein Fahrzeug, bemerkenswert. Das wurde auf jeden Fall gebaut, also was ein Kasten da oben. Aber das ist tatsächlich mal eine Wand in dem Wind. Das ist echt brutal. Aber das würde ich auch sagen, das ist hier vielleicht sogar der beste Platz, den man hier kriegen kann. Also wir stehen ja tatsächlich da unten und hier reiht man sich jetzt auch links wie rechts rein. Ich hatte noch zum Mops gesagt, komm, wir fahren hier oben mal gucken. Aber eigentlich bin ich sehr zufrieden. Ihr habt sie ja von hinten gehört. Mops hatte gesagt, hier oben mal gucken. Aber ich habe schon welche von hier oben dann runterfahren gesehen zu uns. Habe ich gedacht, nee, muss ja auch nicht sein. Klar, man hätte jetzt hier links noch hingepasst. Aber ja, okay, für das Solar ist natürlich besser, weil bis hier dann über diesen Riesenberg die Sonne kommt, das wird auf jeden Fall dauern. Also eigentlich eine gute Sache dann für den Sommer hier tatsächlich, ne? Wenn es dann richtig heiß ist, es dauert dann erstmal, bis die Sonne dann rumkommt, obwohl die natürlich viel, viel höher steht, die Sonne. Ja, und hier jetzt rechts wird es dann runtergehen. Ja, hier unten im Wendekreis sind auf jeden Fall auch welche. Auch hier ein deutsches Kennzeichen. Hier unten gibt es auch Müll scheinbar, aber sonst habe ich nicht viele Mülleimer hier gesehen. Und jetzt können wir auch mal zeigen, wo sind wir denn hier. Also wir sind genau hier in dieser Stadt und hier oben, das könntet ihr dann googeln. Auch das hier könntet ihr euch natürlich alles mal übersetzen, wenn ihr wollt. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal runter, also hier ist dann der Weg runter. Hier oben ist nochmal ein Gebäude, ich schätze, das ist ein Restaurant, was jetzt aber im Winter geschlossen hat. Und Winter ist wirklich momentan in Spanien hier Winter. Also wenn ich jetzt an die minus 2 Grad denke, wow, dann gefriert ja schon alles. Ja, der Mian sagt, das ist ja wirklich warm. Die Leute gehen ja gar nicht raus. Das ist echt nicht groß, das Becken. Also doch, es ist groß, ne? Aber wo ist jetzt genau die Quelle? Also weiter vorne tatsächlich? Ich weiß, warum das so warm ist. Weil es so klein ist und jeder da Pipi reinmacht. Ach so, wegen der Pipi da drin. Das kann natürlich sein. Aber da müssen sie kräftig und immer durchgehend strullen, ne? Ja, vor allem der Weg hier hoch, das wird auch wieder sportlich. Aber wir sind ja im Sportprogramm. Ich habe auch schon einiges abgenommen dieses Jahr. Also wir sind guter Dinge. Wenn es weiter so läuft, wird alles gut. Also ich muss mal hier korrigieren. Weil ihr werdet sagen, Mensch, der Illo hat noch nicht ordentlich dieses Jahr abgenommen. Er ist mitten dabei. 2 Kilo sind schon runter. Das heißt ordentlich? Ich glaube schon, oder? Ja, ich möchte das nicht kommentieren. Wie gesagt, ich liebe dich so, wie du bist. Na ja. Nicht, dass es hinterher heißt, ja, ich überstelle diese Bedingungen. Nein, ihn haben auch schon andere Menschen kennengelernt und da hat er sich auch schon ausgeheult. Aber ordentlich abgenommen ist für mich was anderes. Also wir haben bestimmt viele Zuschauer, die auch gesagt haben, Mensch, ich will mal vielleicht abnehmen oder so, weil das ja bei vielen auch für Neujahrsliste steht. Und die haben bestimmt bis dato jetzt schon mehr wie 2 Kilo abgenommen. Und ich glaube, also es kam bis jetzt noch kein Kommentar, wo drin stand, boah, Illo, irgendwie siehst du anders aus. Also von daher. Also ich glaube, du musst mal wieder deinen Ansatz färben. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe ja nicht gesagt, ich habe ordentlich, weiß ich nicht was. Ne? Also ich bin ja hier nicht mit irgendwelchen Sachen am Prahlen, die nicht stimmen. Na ja, komm. Komm, ausziehen, ab ins Wasser. Ja, wir sind bereit reinzugehen. Mops rührt noch in der Suppe rum. Mhm. Ich bin guter Dinge, ich gehe einfach rein. Ich schwenke das Thermometer und gucken wir mal.
Wow, 36 Grad. 36 Grad. Also quasi fast ideal für Babys. Ja. Das Baby schläft doch jetzt gerade. Ja, aber trotzdem, das ist ja echt schon heftig. Das ist gut, oder? Das ist gut. Ich muss gerade wegen Nian gucken. Der hat noch keine Schwimmweste an und ist mir sehr nah am Ufer. Deswegen. Ja. Selbst der Milo war jetzt gerade mit im Wasser, also es ist absolut herrlich hier, also ihr habt es an der Gradzahl gesehen, also und jetzt noch hier schön den Sonnenuntergang erleben, das lassen wir uns richtig schön gut gehen, also wieder mal ein Highlight tatsächlich hier in Spanien, das muss man mitgemacht haben, also wenn es draußen richtig windig ist und hier drin, ne, also teilweise steht man hier da vorne so auf den Schwefelquellen, dann blubbert es hoch und da ist es dann vielleicht 45 Grad. Auf jeden Fall wärmer als allgemein. Aber das ganze Becken ist tatsächlich komplett und richtig warm. Also ich war ja einmal draußen, ich habe den Milo geholt. Dann war es echt schwer, wieder reinzukommen. Beziehungsweise es war ganz leicht, wieder reinzukommen. Ah, das ist schon herrlich.